Deshalb bauen auch deutsche Unternehmen gerade eine neue Pipeline, Nord Stream 2. Von Russland durch die Ostsee soll die neue Gasleitung führen bis zur Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern. Das russische Pipeline-Gas ist deutlich billiger als LNG aus Amerika. Ich glaube, die Nord Stream 2-Gasleitung ist ein sehr gutes Projekt, nicht nur für Deutschland, sondern für Europa insgesamt. Russland direkt vor der Haustür, sehr, sehr günstig und mit kurzen Transportwegen. Europa ist da in einer sehr, sehr günstigen Versorgungslage. Und in der Beziehung bin ich skeptisch, ob wir in nächster Zeit jetzt wirklich LNG importieren werden. Vor knapp einem Jahr passiert etwas Merkwürdiges. Der Kongress in Washington beschließt ein Sanktionsgesetz. Eigentlich richtet es sich gegen Amerikas Erzfeinde Iran, Nordkorea und Russland. Es geht um Sicherheitspolitik. Aber dann liest man da, Amerika bekämpfe mit dem Gesetz auch die Pipeline Nord Stream 2. Germany hooks up a pipeline into Russia, where Germany is going to be paying billions of dollars for energy into Russia. And I'm saying, what's going on with that? How come Germany is paying vast amounts of money to Russia when they hook up a pipeline? That's not right. Im Visier der amerikanischen Pipeline-Gegner, die Investoren von Nord Stream 2. Unter anderem die beiden deutschen Konzerne BASF und Uniper, jeweils mit knapp 1 Milliarde Euro beteiligt. Geld, das sie sich von Banken geliehen haben und die jetzt fürchten, von den Amerikanern bestraft zu werden. Die Finanzierung von Nord Stream 2 könnte deshalb platzen, dass die Amerikaner wegen Sanktionsverstößen hohe Strafen gegen europäische Banken verhängen, kennt man aus der jüngeren